Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des heutigen Punktspiels zwischen dem FSV 63 Luckenwalde und SV Lichtenberg 47. Ich begrüße auch meine Trainer und Lehmann von Lichtenberg, Michael Braune vom FSV 63. Wir haben doch ein recht zumindest torreiches und ich denke auch gut klasse Spiel gesehen. Beide Trainer werden die Sache vielleicht unterschiedlich bewerten, was die Leistung ihrer Mannschaft betrifft, wobei ich der Meinung bin, dass beide Mannschaften eigentlich uns mit 300 Zuschauern hier im Stadion ein recht ansehnliches regionales Fußballspiel geboten haben. Uwe, du hast zunächst das Wort. Ja, erstmal hallo in die Runde. Glückwunsch, Micha, zum Sieg. Oder noch im Weile zum Sieg. Ich denke, das ist auch okay. Ich habe den Kollegen schon gesagt, wenn du natürlich nach 2 Minuten durch ein Standardtor in Rückstand gerätst und wenn das zweite auch ein Standardtor ist, dann ist das in unserer Situation alles andere als das, was man gerne haben möchte. Ich denke aber, dass wir in der ersten Halbzeit mindestens 1-2 sehr gute Chancen haben. Ich denke an Gözesiren und Co., dass da ein Tor unsererseits auch erzielt werden kann. Dritte Tor ist ein sehr, sehr guter Umschalter. Den kriegen wir vorher nicht unterbunden. Dann spielen sie es gut zu Ende. Leider hat Becker den dann am Fuß und dann wird es für jeden Gegner schwer. Trifft er die richtige Entscheidung. Und dann steht es 3-0. Dann habe ich meiner Mannschaft in der Halbzeit gesagt, dass wir jetzt zusammenbleiben müssen. Vom Kopf her und nicht anfangen dürfen, uns gegenseitig runterzubuddern und anzumachen. Das war das primäre Ziel für die Halbzeit 2. Und ich glaube schon, dass in der 46. Minute der Schiedsrichter in jedem Fall keine rote Karte geben muss und auch nicht darf. Oliver Hofer ein Foul hin, aber Foul hin so marginal, dass es eigentlich so macht, dass er gelb geben muss. Und dann Respekt an meine Mannschaft, wie sie mit 0-3 und einem Mann weniger das macht. Fiel das auch ein Standard, Michael? Ich weiß nicht, du hast früher gesagt, kein Schweinetor. Ich glaube, er köpft sich aus 2 Metern ins Tor, das ist absolut frecher. Das hat jemand später auch gerade gesagt, das kannst du da hinten rein nicht spielen. Da machen wir ein sehr schönes Tor, die Marsch, haben selber noch, glaube ich, einen Pfostenschuss von Chor. 1-2 Umschalter, die ganz gut sind. Und am Ende sind wir der verdiente Verlierer, weil wir in den entscheidenden Situationen nicht gut genug sind. Jetzt hoffe ich, dass bei Gözesiren, den ich verletzt raussehen musste, die auch noch was ist. Weil, ja, also das wird dann irgendwann auch so schwierig, dass ich dann überlegen muss, ob man spielfähig ist. Euch alles Gute, Micha. Respekt, Lob und Anerkennung, weitermachen. Und ich habe vor dem Spiel gehört, einstellige Tabelle, das ist hier, über das Mikro. Kannst du ja gleich mal was zu sagen. Glückwunsch. Wollen wir uns hoffentlich auch im Rückspiel damit drin sein? War ja schon das zweite Spiel, wenn ich jetzt sagen darf. Ja, im nächsten Jahr, oder? Genau, im nächsten Jahr, selbstverständlich. Übrigens, dieser Schiering uns auch schon mal in Rot gerade gegeben, ist noch gar nicht so lange her, Micha. Ne? Wenn ich mich recht entsinne, in einem Mund, war wieso? Ja, ja, klar. Micha, 3 Standardtore. Ist das eine neue Qualität auf dem Gebiet, oder? Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir es nicht trainiert, so ist es manchmal. Aber war auf jeden Fall Thema heute in der Besprechung zum Spiel, weil die Bälle nach Standards durch Daniel Becker und Christian Flath natürlich perfekt kommen. Und da waren wir im Babelsberg 1-2 Mal nicht in der Position, wo heute natürlich 2 Mal Francisco überragend einköpft. Oder gut, als gegnerischer Trainer weißt du wahrscheinlich, ja, meine Mannschaft hat Schuld. Aber ich sehe in den Szenen natürlich das Positive. Wir hatten, ja, um jetzt mal zum Spiel zu kommen, ja, in jeder Halbzeit einen brutalen Start. Köpfen in der ersten Halbzeit nach 2. Minute einen Standard zum Tor ein, machen wir noch ein 2. nach dem Standard. Danach waren wir wieder so ein bisschen zufrieden. So, und da ist natürlich nicht mehr wieder aufgekommen, hatte dann ihre Chance. Das macht mich natürlich ein bisschen unzufrieden, warum man nach dem 2-0 schon mit Handbremse spielt. Müssen wir morgen nochmal drüber sprechen. Ansonsten hatte ich mich schon in der 44. mit meinen Trainerkollegen schon gesagt, dass ich wahrscheinlich ausflippen werde in der Halbzeit, weil das Spiel in meinen Augen eigentlich durch sein müsste. So, und zum Glück haben wir dann noch in der 44. durch ein richtig gutes Tor das 3-0 gemacht. Das macht Stefan Rankic überragend diesen Ball. Spielen auch nicht viele Verteidiger, so Ball tief und wechseln halt quer, machen ein richtig gutes Tor. Ja, in der Halbzeit wollten wir, haben wir gesagt, wir wollen sofort aufs 4. spielen, das Spiel eigentlich so zumachen. Mit der roten Karte war das Spiel dann so ein bisschen vergessen gewesen, mit dem 4-0 spätestens. Auf jeden Fall auch, das macht Tobias Francisco richtig gut. Ja, und dann waren es 40 Minuten Langeweile in meinen Augen und kein gutes Spiel mehr. Lassen nicht mehr sogar nochmal rankommen. Ja, macht mich ein bisschen unzufrieden. Aber es ist gut, dass man immer noch was zum Kritisieren hat. Ansonsten freue ich mich auf 2 weitere Spiele nächstes Jahr, nicht mehr, vielleicht mal mit voller Kapelle bei Lichtenberg und dann wird es vielleicht auch ein bisschen interessanter. Ja, ansonsten, ja, einen schönen guten Tag. Danke. Ich danke euch beiden. Fragen?
von Seiten der Presse? Ja, Micha, man hat ja in der vorigen Woche viel schon kadermäßig Verstärkungen verkündet. Wie sieht es denn in deiner Zukunft beim FSV aus? Gab es da schon Gespräche oder? Ja, es gab natürlich Gespräche. Ich glaube, dass eine Trainerposition nicht so unwichtig ist. Meistens kommt die wahrscheinlich auch vor Spielern. Ja, ich werde meinen Vertrag hier verlängern, weil meine Arbeit ist noch lange nicht vorbei und ich muss auch so viel lernen. Von daher ist das der perfekte Verein für mich. Das ist mein Heimatverein. Von daher verliere ich oder habe ich auch nie Gedanken verloren, um woanders hinzugehen. Macht in meiner Meinung gar keinen Sinn, weil ich habe jetzt ein Jahr oder ein halbes Jahr als Trainer hier gearbeitet im Männerbereich. Von daher ist der logische Schritt, dass ich einfach hier bleibe. Gab es denn Anfragen von anderen Vereinen? Nein. Das richten wir. Diese Anfrage haben wir im Vorfeld unterbunden. So, dann wünsche ich allen noch einen schönen Sonntag, damit auch eine gute Heimfahrt. Alles Gute für die Zukunft. Meistens wart ihr immer so in den letzten Spielen Sieg, Niederlage. Ihr seid ja wieder mit einem Sieg dran. Gerne. Auch gerne. Schönen Sonntag und tschüss.